Hallo und herzlich willkommen im Hetzner Data Center. Schön, dass ihr da seid. Ihr arbeitet an einem spannenden Forschungsprojekt. Wollt ihr euch und das Projekt mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Philipp, ich bin Kimi. Wir kommen aus Tübingen von der Gewerblichen Schule und für unser Jungforsch-Projekt haben wir uns dann beschäftigt, was passiert bei der Andromeda- und Milchstraßenverschmelzung. Laut unserer Simulation wird es ungefähr in 3,5 Milliarden Jahren passieren. Und wir haben uns jetzt damit beschäftigt, was passiert bei dieser Verschmelzung genau und welchen Einfluss hat es auf die Sternenentstehung innerhalb der beiden Galaxien. Und dazu haben wir eben unser Programm auf einem Hetzer-Server ausgeführt, um dann zu unseren Ergebnissen zu kommen. Klingt wirklich spannend und ihr braucht da mit Sicherheit viel Rechenpower und habt euch dann für Hetzner entschieden. Wie seid ihr auf Hetzner gekommen? Ja, also wir haben Server gesucht mit vielen Kernen, weil wir das für unser Programm brauchen, mit viel Leistung, vielen Kernen, und da sind wir dann relativ schnell auf Hetzner gekommen, weil die eben genau solche Server anbieten. Welchen Hetzner-Server nutzt ihr für euer Projekt? Also auf der Serverbörse haben wir einen Server mit 32 Kernen dann gesucht, dementsprechend 64 Threads. Das ist sehr gut für uns, da wir einen Server mit vielen Threads brauchen, um das Programm dementsprechend zu parallelisieren. Wir haben unsere Simulation darauf entwickelt und unsere finale Version hat dann mit der Andromeda-Milchstraßen-Galaxie-Verschmelzung 72 Stunden lang gerechnet. Wie kann ich mir so die Simulation konkret vorstellen? Also das Ganze basiert auf einer N-Body-Simulation. Das heißt, die ganzen Partikel, theoretisch jeder Stern, wird als ein Partikel dargestellt. Und von jedem zu jedem Partikel werden dann zum einen Gravitationskräfte berechnet und zwischen den Gaspartikeln noch Reibungskräfte. Ihr seid mit eurem Projekt so erfolgreich, dass ihr auch eine Auszeichnung bekommen habt? Also zuerst kommt der Regionalwettbewerb, da haben wir den ersten Platz gewonnen, dann kommt man zur Landesebene. Da haben wir für Baden-Württemberg dann den ersten Platz gewonnen. Und jetzt auf der Bundesebene haben wir den vierten Platz gewonnen in unserer Kategorie und einen Sonderpreis für naturwissenschaftliche Arbeit. Welche Features sind für euch besonders wichtig? Ja, also bei dem Server ging es ja speziell darum, dass er viele Kerne hat. Der hat perfekt für unsere Zwecke gepasst. Was Hetzner angeht, natürlich war die Einrichtung relativ einfach, ging relativ schnell. Der Server wurde schnell bereitgestellt, was für uns auch wichtig war, dass wir schnell loslegen konnten. Es gab Tutorials, das hat auch bei der Einrichtung dann geholfen, weil auch wenn man noch nicht so viel Erfahrung hatte mit anderen Serversystemen. Ja, und Hetzner ist auch ziemlich kundenorientiert. Das heißt, wenn man irgendwelche Probleme vielleicht auch bei der Einrichtung direkt hat oder wenn man irgendwelche speziellen Sachen umsetzen will, dann ist Hetzner da schon ein guter Ansprechpartner, weil sie eben solche individuellen Sachen dann gut ermöglichen. Ja. Welche Vorteile seht ihr mit einem Hetzner-Server? Also sehr kundenorientiert. Das heißt, wenn man eigene Bedürfnisse hat, wird man als Kunde auf jeden Fall wahrgenommen und es ist viel möglich umzusetzen. Bei Hetzner findet man auf jeden Fall einen Server, der zu einem passt. Es gibt viele Angebote. In der Serverbörse wird man für jeden Bereich, für jede Anwendung einen finden, weil auch die Einrichtung dann schnell geht. Man kann schnell loslegen, um dann auch für seine Arbeit da zügig loszulegen. Ihr seid das erste Mal in einem Rechenzentrum. Wie ist euer Eindruck? Ja, also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie viele Server hier stehen, einer nach dem anderen. Also natürlich sehr groß, gigantisch, war beeindruckt, dass es doch so groß ist hier. Ich habe es mir etwas leiser tatsächlich vorgestellt, aber ich fand es irgendwie spannend, dass man seine eigenen Server sogar herbringen kann und dann natürlich die Vorteile von dauerhaften Strom oder Stromausfällen hat und von einer perfekten Internetanbindung. Also es hat mich schon beeindruckt, ja. Wie genau schaut die Arbeit an eurem Projekt aus? Also genau, wir haben halt unsere Simulation, die haben natürlich alles selber programmiert. Und wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir den Server komplett die ganze Zeit benutzen konnten. Das heißt, wir konnten darauf tatsächlich entwickeln. Und normalerweise ist es so, dass man sich Rechenzeit einbucht und dann läuft oder es läuft nicht. Und bei uns ist es auch beim ersten Mal und die ersten Male eigentlich fast nie gelaufen. Und das war schon ein extrem guter Vorteil jetzt für uns. Ihr seid mit eurem Forschungsprojekt sehr erfolgreich, habt auch eine Auszeichnung bekommen. Wie geht's weiter? Ja, also unser Code ist komplett öffentlich zugänglich. Wir freuen uns, wenn der weiterentwickelt wird und wir selber werden ihn auch noch weiterentwickeln und werden das wahrscheinlich dann auch nochmal während dem Studium später nochmal aufgreifen, weil wir jetzt schon eine relativ große Plattform geschaffen haben, mit der man relativ viel dann jetzt schon in dem Bereich machen kann. Genau, Studenten, die jetzt an der Uni arbeiten, vielleicht auch genau in dem Bereich, könnten die Simulation verwenden, weil es ja öffentlich verfügbar ist und dann zum Beispiel für ihre Bachelorarbeit schon kleinere Simulationen rechnen und das Ganze dann natürlich auch weiterentwickeln.